Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog und heute habe ich den Jörg dabei, der Mitteilnehmer war beim ersten 24-Stunden-Rennen für Elektromobilität. Hallo. So Jörg, du hast gerade erzählt, dass du beim in Oschersleben beim 24-Stunden-Rennen für Elektroautos dabei warst. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Du hast mich ja schon gefragt, wie ich was gemacht habe. Habe ich noch nicht. Und das ist jetzt eine super Gelegenheit bei unserem E-Vlog-Mess Nummer 15. Morgen ist dritter Advent, also heute Folge Nummer 15. Das ist eine super Chance, da mal ein paar Worte drüber zu reden. Ich weiß, du bist mitgefahren, aber erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ja, das war total klasse. Ich habe 3 Tage vor dem Rennen einen Anruf gekriegt von meinem Folienmenschen, der dann meine ganzen Autos foliert. Okay. Der hat für jemanden aus Hamburg einen Tesla foliert im Logo Friedensfahrzeuge. Also die haben, das ist aus so einer Community entstanden, die auch eine Russlandfahrt gemacht haben und so weiter. Und die folieren ganz spannend für dem Thema Weltfrieden, die Fahrzeuge. Ich habe schon mal so ein Auto gesehen. Ja, ja, die sind, also man sieht da immer mehr von, gibt glaube ich mittlerweile 30, 40 Stück. Ja. Und für den Bert aus Hamburg hat er, wie gesagt, einen Tesla, dem sein Cayenne und ein Smart in dem... Den Cayenne habe ich nämlich, den Menschen kenne ich. Ja. Der war im Hambacher Forst. Genau, da waren die auch. Ja, ja, genau, bei der Aktion waren die auch dabei. Und der rief mich dann an, weil er halt wusste, ich fahre auch Tesla und bin ein bisschen in dem Thema drin und sagte, hör mal, der hat mich angerufen, ob wir in dem Team mitfahren wollen, die brauchen noch Fahrer. Ja, wie viel sind wir denn? 2. Ein bisschen wenig für 24 Stunden. Genau, 3 waren Mindestvoraussetzungen, die da teilnehmen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Bin also direkt drauf angesprungen und dann habe ich mich da kurz mit auseinandergesetzt mit dem Thema. Die haben halt in Oschersleben alles 32 Ampere Dosen in den Boxen und haben gesagt, zur Gleichheit, ne, also jeder darf laden mit 32 Ampere, okay, um da eine gewisse Chancengleichheit herzustellen. Jetzt weiß ich von meinem Auto, ich habe nur ein 11 kW Ladegerät, also 16 Ampere, null Chance da überhaupt mitzufahren. Ja, und dann habe ich halt den Kollegen gefragt, ich sag mal, mit was laden wir, was ist das für ein Auto? Keine Ahnung, ruf den Berg an. Ja. Dann habe ich ihn angerufen, ich sage mal, ein Ladegerät, ja, das von Tesla. Also hätten wir auch nur 11 kW laden. Ja, okay. Das wäre natürlich direkt von Anfang an in die Hose gegangen. Dann habe ich noch ganz kurz entschlossen bei mir im Betrieb die Ladesäule auseinandergebaut, Logikbaustein raus, Kabel runter, dann alles in ein mobiles Gehäuse geschmissen. Du hast einen Elektronikfachbetrieb, oder? Nee, ich habe, wir machen schöne bäderwarme Heizungen, aber so, ich habe halt okay, für unser Auto und halt auch für unsere Kunden jetzt verstehe ich, okay, eine Ladesäule vor dem Büro, wo ich halt mein Auto auch regelmäßig dran lade. Das ist so eine umgerüstete Leuchtreklame im Prinzip. Okay, da haben wir das alles reingebaut. Ne? Und auf die Schnelle, innerhalb von 2 Tagen, war da noch nichts mehr zu bestellen, beziehungsweise ich habe dann Donnerstagabend mit ihm telefoniert, Samstags war schon Start. Mein Gott, das war kurzfristig alles. Ja, okay. Und habe das, wie gesagt, bei mir zerlegt, in Gehäuse mitgebracht, damit wir wenigstens von dem, das war ein P100D, mit dem wir gefahren sind, die 16,5 kW wenigstens ausnutzen können voll. Und war klar, dass wir also da nicht weit vorne platziert sein können, einfach weil uns ja knapp ein Viertel Ladeleistung fehlt. Ja, ja, und bei 24 klar. Stunden, das geht hinten raus nachher nur noch um die Ladegeschwindigkeit. Richtig, ja, ja, das ist also möglichst wenig Ladestopps bzw. möglichst schnell laden, klar. Genau, ja, und ja, dann bin ich halt Samstagmorgen. Entschuldigung, eine Frage, warum P100D? Weil der P100D verbraucht ja, glaube ich, ein bisschen mehr als 100D, ja, also, ne? Genau, wir sind mit dem ungünstigsten Auto gestartet und der war gerade 2 oder 3 Wochen hatte der Bert halt alt und der ist da irgendwie gefragt worden und sagte, ja, ich habe das einzige Elektroauto, was ich habe. Der hat das als Teamchef gemeldet und Hauptsache dabei sein, so nach der Methode. Und das waren halt viele, die da waren. Und direkt in unserer Nachbarbox waren welche mit einem Model X. Die ist auch nicht ideal, ne? Genau, die haben dann direkt gesagt, ja, wir wissen, dass wir Letzter werden, aber wir werden Gruppensieger, weil wir sind das einzige X. Ja, so, und dabei sein ist letztendlich alles. Genau, nach dem Motto ist das halt, war da sehr viel unterwegs. Die hatten sogar noch Glück, weil der hat einen Doppellader an Bord. Und mit in deren Box war ein Nissan Leaf, der von Nissan ein 22 kW Shademo
AC-DC-Ladegerät zur Verfügung bekommen hat. Mit Schademo-Adapter dann? Und die haben dann mit Schademo-Adapter noch schneller geladen wie wir. Das heißt, die haben uns sogar fast noch eingeholt nachher. Okay. Das war bei denen aber auch wirklich, das Ladegerät hat in den 24 Stunden keine 30 Sekunden Pause am Stück gehabt. Ja. Weil wenn der Leaf rausgefahren ist, kam das X schon in die Boxengasse und umgekehrt. Ne? Also sobald der Leaf reingekommen ist, sind die mit dem X rausgefahren. Wir hatten auch schon mal gehofft, wir können da mal in 22 kW nuckeln, aber da war keine Chance. Okay. Aber wir haben zumindest die ersten 8 Stunden haben wir das Rennen gerockt. Ich habe den Start gefahren, hat dann nach 2 Stunden, 14 Minuten ungefähr, bin ich dann zum Laden rausgefahren. Wir hatten noch genug im Akku drin. An Platz 1 liegen 65 Führungsrunden, 3 Runden Vorsprung auf das zweite Auto hinter uns, fast 4 Runden Vorsprung. Und sind dann in der Nacht auch nochmal wieder nach dem Laden auf Platz 1 oder 2 vorgefahren. Aber dann kam halt alles nur noch auf die Ladeleistung an, weil wir haben halt dann, wie gesagt, alle Reserven verloren. Ne? Wir hatten vorher, klar, sind wir mit 100 kW ins Rennen gestartet. Das war auch noch gut. Ich bin samstags morgens um 7:30 ungefähr an der Rennstrecke angekommen, weil ich halt Freitagnacht dann durchgefahren. Ich hatte Freitagabend noch Termine, konnte also vorher nicht. Und war dann pünktlich zum Briefing da. Und während wir im Briefing gesessen haben, habe ich dann mal so gefragt, ist da ohne Auto vollgeladen? Ja, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind bei 80%. Ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Direkt wieder raus aus dem Briefing, erstmal das Auto an die Ladestation gehängt, damit wir wenigstens mit nahezu Vollladung, wir sind auch wenig Testrunden gefahren extra, um halt da so viel wie möglich noch im Akku zu haben. Und das hat uns, wie gesagt, so über die ersten 8 Stunden ganz gut geholfen. Aber es zusammen, ne? Dann ist das nachher hinten. Also wir haben uns noch verhältnismäßig gut platziert für die Randbedingungen. Wir sind, glaube ich, 25. oder 26. Gesamt, nicht letzter bei den Teslas gewesen. Und wie viele waren insgesamt dabei? Ich glaube, waren 10, 12 Teslas. Insgesamt waren es 33 Autos. Wir sind von Platz 31 gestartet, Team Friedensfahrzeug. Gab es Qualifikationen oder wie wurde... Nee, die sind nach Anmeldung sind die Startplätze vergeben worden. Okay. Weil das war ja klar, dass das kein Sprintrennen war. Ne? Also Mutter Kleinschmidt ist da zum Beispiel auch mitgefahren mit dem i3. Und dann war ganz witzig, ich habe halt nur den Start gefahren, weil nachher waren so viele Ladepausen, dass du gar nicht in die Nähe gekommen bist, zu viel Fahrzeit zu bekommen. Okay, ne? Deswegen habe ich dann die anderen auch mal dann erstmal fahren lassen dabei. Und das war ganz witzig. Wir hatten dann in der Nacht das von außen von der Strategie so ein bisschen von den Rundenzeiten angeguckt. Und dann habe ich dem Chris gesagt, hör mal, du kannst ruhig was langsamer machen. Ich kann noch langsamer, kann ich nicht fahren. Ne? Und dann sage ich, guck mal, fahr mal dem i3 hinterher, da von der Jutta, da kommst du gleich hinten dran. Die liegen in der Platzierung direkt hinter uns. Also wenn du da, kannst du vielleicht noch mehr Kilometer. Hat er 1,5 Runden geschafft, sagt er, die fährt alles mit Tempomat. Ja, die ist tatsächlich die ganze Strecke geradeaus wie Kurven, komplett mit Tempomat 80 gefahren. Waren nur 2 Kurven, einmal die Kurzanbindung und die Zieleingangskurve. Die musste langsamer fahren, da hat die den Tempomat ausgemacht. Ansonsten 90% der Zeit Tempomat. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Ja, das ist eine clevere Taktik. Und, ja, aber du musst natürlich aufpassen, dass du nicht einschläfst. Ja, ne? Weil der hat das dann 1,5 Runden, sagt er, sorry, also das halte ich nicht durch. Und bei dem Performance war das auch nicht hilfreich. Ne? Du kommst einfach unter einem gewissen Mindestumsatz nicht runter. Ich hatte das vorher auch gemerkt. Wir waren so mit 230, 240 Wattstunden unterwegs und selbst wenn ich 10 Sekunden langsamer gefahren bin, hat sich das nicht signifikant geändert. Okay. So, deswegen da muss man halt gucken, wo der optimale Punkt ist. Ne? Ja, und deswegen habe ich halt dann am Anfang hatten wir halt schön Wetter, trocken, warm, fliegen lassen. Ne? Ich habe dann zwar nachher ein Warning gekriegt, weil die anderen haben alle ein bisschen gezittert, weil ich habe halt mit 3 Runden Vorsprung, ich habe ja gefühlt, alle 2 Runden bin ich wieder an denen vorbeigekommen und die haben alle ein bisschen rumgeheult, die Pferde fahren so schnell. War ja ein 24-Stunden-Rennen, keine Gleichmäßigkeitsfahrt. Ja, okay. Also von daher war das ganz spannend. Ja. Okay, das heißt aber, es sind im Prinzip alle auf eben den optimalen Punkt gefahren. Also das war auch der Punkt, mich hat der Raphael Maestra hat das ja organisiert, diesen Eco-Grand Prix, mich damals mal angesprochen, als wir da in Planung waren im Sommer oder wann, ob ich nicht Lust habe, da mitzumachen und so. Ich komme aus dem Rennsport. Ne? So, ich bin viele Jahre
Nordschleife gefahren, Nürburgring, Jahreskarte und ich möchte schnell fahren, ich möchte nicht effizient fahren, wenn ich auf der Rennstrecke bin. Genau. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist nicht so mein Ding. Wäre es aber doch besser mitgefahren, ne? Genau, ja. Das Gleiche haben wir auch gemacht. Ja. Das Einzige, was wir halt gemacht haben, wir haben den Performance auf lässig gestellt, ja. Weil du brauchst halt auf der Startzielgeraden jetzt dann nicht die Leistung raushauen. Ne? Wäre für mich eigentlich auch spannend gewesen, weil ich habe ja nur ein Dual, also keinen Performance, mal so die volle Beschleunigung auszutesten. Ich habe mich aber im Zaum halten können und habe das gelassen. Im Gegenteil, beim auf die Startzielgeraden raus haben die anderen teilweise mehr Gas gegeben wie wir. Wir sind einfach nur in den Kurven schneller gefahren, ne? Und wir haben mit verhältnismäßig hohen Luftdruck gefahren, dass dann die aus der Nachbarbox schon gesagt haben, ihr müsst aufpassen, ihr habt Wheelspin. Ja? Das war aber halt nur, weil durch den hohen Luftdruck sind wir dann ein bisschen quer gefahren. Aber das war wirklich okay. Guck mal, wir sind in der Kurzanbindung gefahren, nachher 1,35 dabei. Also das hat schon, wenn du eben nicht mit 60 oder 80 fährst, ne, sondern so ein bisschen an der Grenze, wo du sagst, das kann ich noch vertreten vom Verbrauch her zum Spaß und zur Zeit, war das okay. Ne? Weil wir sind auch selbst die langsamsten Runden sind wir irgendwie 1,55 gefahren. Okay. Da sind die anderen zwei. Also der Spaß ist nicht ganz auf der Strecke geblieben. Auf gar keinen Fall. Und ich will auf jeden Fall auch nächstes Jahr, ich hoffe, das wird wiederholt. Und ich glaube auch, das wird wiederholt. Und ich glaube auch beim nächsten Mal ist noch mehr Rahmenprogramm und vielleicht auch noch mehr Zuschauer. Das ist aufgrund der Wetterlage und ich glaube auch der Promotion, weil ich habe da überhaupt nichts von gewusst als Elektroautofahrer. Und ich glaube, das ist nicht breit genug getragen worden. Aber ich denke mal, von allen denen, die da waren, ist klar, die wollen wieder und die multiplizieren sich also auch, da glaube ich, nochmal aus. Wird nächstes Jahr definitiv auch mit einem 22 kW ladefähigen, auch wieder Tesla. Nächstes Jahr wird es natürlich gefährlicher, werden die Model 3 vermutlich reihenweise abräumen. Ja. Diesmal ist keins mitgefahren, aber ich denke mal, das wird ein ganz schwieriger Benchmark werden für alle anderen. Und du bist jetzt nur den Start gefahren, du bist auch später nochmal gefahren. Nee, 24 Stunden sind lang, genau. Aber wir haben halt aufgrund der 16,5 kW sehr lange Ladepausen gehabt, sodass sich die anderen gut ausruhen konnten. Okay. Und ich bin halt die zwei Stunden am Stück gefahren. Ja, Ziel war, dass ich den Schluss nachher auch nochmal fahre. Da war es aber halt so, wir haben, wie gesagt, so viel hinten raus nachher Ladezeit gehabt, dass ich gesagt habe, dann lassen wir nochmal die anderen. Also wir haben unserem Team-Captain den Vortritt gelassen, dass er dann den Zieleinlauf fahren kann dabei. Und das war schon okay. Ne? Mhm. Weil man hat sich dann wirklich, hieß ja mindestens drei, dann haben wir noch einen aus dem Friedensfahrerbereich noch jemanden, haben die aufgetan, der auch mitgefahren ist. Wir sind also zu viert gefahren. Und man hat dann nicht auf dem Schirm gehabt, wie lange tatsächlich das Auto laden muss. Ja. Da hat es auch wirklich vertan. Die haben am Anfang Angst gehabt, dass sie nicht zum Schlafen kommen. Ja. Das ist halt wirklich so, du konntest im Prinzip zu zwei Mann schlafen gehen, wenn einer gefahren ist, hat das Auto angesteckt. Dann waren 4 Stunden insgesamt, 2 Stunden für den zu fahren, 2 Stunden für den zu laden. Ja, der nächste überhaupt 16 kW dauert ja eine ganze Weile. Ne? Ja. Bis wohin habt ihr denn geladen? Bis wie viel Prozent? Ja, nicht bis 100, ne? Nein, wir haben nicht bis 100 geladen. Wir haben das halt ein bisschen davon abhängig gemacht, wer ist fit, wie sieht das auf der Strecke aus, wie viele Autos sind draußen. Wir haben in der Regel geladen nachher so um die 100 bis 180 Kilometer. Ah, okay. Also wirklich nur in dem Bereich uns bewegt und haben uns da mehr umgeschaut, wie sind die Streckenverhältnisse. Da war zum Beispiel ein Twike mitgefahren. Das war immer, muss ich auch sagen, höchsten Respekt. Ja, bei dem sind natürlich alle anderen um die Ohren gefahren und da gehört auch, stand schon ein bisschen Mut dazu, mit dem kleinen Twike auf der Rennstrecke durch das Fahrerfeld von immerhin 33 Autos sich zu kämpfen. Und die haben dann leider einen Unfall gehabt, sind aber weitergefahren, war auch zum Glück keiner verletzt worden. Die haben sich dann überschlagen, genau in dem Wechsel von Tag auf Nacht. Ja, der hat sich einmal abgerollt in der Kurve. Aber aus Eigenverschulden oder war jemand beteiligt? Nee, da war wohl keiner beteiligt. Und das war genau, ich bin 2-3 Runden vorher bin ich rausgefahren, weil ich gesagt habe, da kam halt genau der Wechsel. Sonne war untergegangen, dann ging es darum, dass es jetzt in die Nacht geht. Dann ändert sich so eine Rennstrecke ja schlagartig. Mhm. Und deswegen bin ich dann halt auch rausgefahren. Feuchtigkeit und so. Genau, weil du fährst ja dann in wechselnde Bedingungen. Mhm. Ich bin dann raus, wir haben dann 2 Stunden geladen, also bis
es dann wirklich auch stockfinster war, genau den Übergang ausgelassen. Und wie gesagt, zwei Runden, nachdem ich drin war, ich hatte ja das Warning bekommen, sollte mich dann bei der Rennleitung melden. Und auf dem Weg, wo ich zur Rennleitung war, hieß dann Full Course Red wegen dem Unfall von dem Twy. Der hat halt in irgendeiner Kurve sich dann quergestellt und einmal übers Dach abgerollt. Die haben, waren relativ schnell runter wieder von der Strecke mit dem Auto. Wie gesagt, zum Glück keiner verletzt worden. Haben dann auch in der Nacht das Auto wieder auf die Räder gestellt und sind das Rennen also bis zum Schluss fertig gefahren. Ich muss sagen, Respekt. Die hatten das ist schon krass. Dann wohl noch mehrere dabei, sind mit einem nur gefahren. Und haben dann, glaube ich, noch Teile umgebaut oder so. Also so, wie man das normalerweise nur von der Nordschleife kennt, ja. Wenn die Jungs dann auf dem Parkplatz die Federbeine rausreißen, um ihren Teams dann da Ersatzteile spenden zu können. Ne? Wie ist das denn von der rechtlichen Seite gewesen? War das eine geschlossene Rennveranstaltung oder gab es auch eine Versicherung? Nee, ich glaube, das war halt eben das Problem. Es war nicht als Rennveranstaltung gemeldet, sondern ich glaube offiziell als Touristenfahrt. Ah, okay, also mit die normale Kfz-Versicherung hat da... genau, getragen. Also wie gesagt, es ist ja sonst außer dem Abroller nichts passiert. Gab also keinerlei Kontakt und wir durften halt, das war für alle ein Riesenbenchmark, in der Boxengasse nur 20 fahren. Und da kommst du noch nicht mal mit Tempomaten. Also mit 30 hätte man wenig sagen können, 30 Tempomaten. 20 ist schon echt langsam. 20 ist sehr, sehr langsam. Also jeder wirklich mit 18 da durchgerollt. Und das war, glaube ich, auch der Problematik geschuldet, dass man das eben nicht als Rennveranstaltung machen durfte, sondern dann als Touristenfahrt. Wobei Streckenposten alle draußen war, also da war auch für alles gesorgt. Safety Car war da und war super organisiert, muss ich sagen. Hat toll geklappt. Einzige war, ist ein Prototyp mitgefahren vom E-Wolf, so ein Kommunalwagen, der war auch mal ganz witzig. Und das war der einzige, dessen Runden nicht offiziell gezählt werden konnten, weil aufgrund des Prototyps hat das Ding wohl vorne und hinten so viel Elektrosmog gehabt, dass der diesen Rundenzähler nicht erkannt hatte. Die mussten halt dann händisch nachgenommen werden. Das heißt, bei denen haben sie dann wirklich Zeiten genommen, wann sind die gefahren, wann haben die geladen und haben dann da die gefahrenen Runden händisch rausgerechnet. Ja gut, aber das ist halt der den Pionieren geschuldet dann dabei, ne? Und das war schon eine klasse Sache. Ja, das ist ja nicht ohne, so eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist schon Respekt an Raphael, ne? Das ist schon, finde ich, mutig, sowas anzugehen, und das ist eine Menge Arbeit, glaube ich, ne? Was da alles organisiert werden muss. Ich meine, du sagst Streckenposten und so, da hören ja ein paar Leute dazu, ne? Ja, genau, das ist ja auch von der Strecke. Hatte dann noch der ein oder andere, als wir hingekommen sind, oh, wir fahren ja nur Kurzanbindung. Aber so die drei Kurven mehr noch dazu zu buchen, war halt auch schon eine heftige Summe. Der Raphael hat das mal durchklingen lassen, sagt er, nur damit wir drei Runden mehr haben, weil du halt für die wieder zwei Posten besetzen musst, in 24 Stunden etc., Strecke und. Kommt was und zusammen. Da kommt, ja, und das war so klasse. Ne? Also ich sag mal, auch wenn man es so auf den ersten Blick vielleicht nicht glaubt, das Rennfeeling war schon da. Also ich bin leider nur auf zwei, drei Bildern zu sehen, aber du siehst, der Grinsen geht nicht aus dem Gesicht raus und ich warte noch auf den Film. Wir haben eine Inboard-Kamera gehabt am Anfang. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, nur der Chris, der die Filme gemacht hat, dann mal durchblicken lassen. Ja, das Video wird geil. Der hat halt noch mal kurz reingeguckt und ich hoffe, dass ich jetzt am 28. Treffen wir uns noch mal, dass ich dann das Video kriege. Also wenn da was an Material zur Verfügung ist, zeige ich dir das mal. Ja, gerne, gerne. Noch eine Frage. Weißt du, wie viel das an Startgebühr gekostet hat pro Auto? Ja, das war also extrem fair. Der Raphael hatte pro Firmenteam oder ja, also Privatteams 100 Euro Startgeld pro Auto, bei Firmenteams 1000 Euro pro Auto und 25 pro Fahrer. Das also ist absolut. Da kann man sich nicht beschweren. Nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also, das war absolut fair, wie er das gemacht hat. Und das Team um den gewonnenen Tesla Roadster, die sind auch, glaube ich, mit vier Wagen quasi gestartet, vom Tesla Roadster, Hyundai, Zoe, also da waren wirklich wild, bunt gemischtes
Fahrerfeld. Ja, ja. Und dann auch rundherum mit den Rundenzeiten, mit der Zeitnahme, wie die das in Oschersleben gemacht haben, was man so sehen konnte, war klasse. Das war ja sogar, als ich dann hingekommen bin, ich zum Bert, ich sage, gib mir mal die Zugangsdaten von deinem Auto, damit wir in der Box sehen können, wie der Ladestand ist. Habe ich nicht. Das war echt der Kram. Er hat dann auch versucht, auf die Schnelle raus. Der kannte das gar nicht. Ich habe das Auto noch nicht so lange. Was gibt's denn da? Ne? Also mit der App und so, das ist so gar nicht so sein Ding gewesen. Und deswegen war das umso schwieriger so von der Strategie. Sonst hätte man von außen halt noch mal ein bisschen was überlegen können. Ja, okay. Ne? Komm, wir fahren doch noch mal auf einen anderen Punkt. Aber das, das hat so nicht hingehauen. Habt ihr denn irgendwas anderes noch gemacht, außer den Luftdruck erhöht? Habt ihr irgendwie Luft, also hier Spaltmaße abgeklebt? Oder nee, da hat man zuerst überlegt, noch abzukleben. Ich habe gedacht, der Folierer hat noch ein bisschen mehr Folie dabei. Aber da wir von den Geschwindigkeiten so weit unten waren, haben wir das nachher gelassen. Wir haben wohl das Auto leergeräumt, aber jetzt, ich sag mal, nur von der Beladung her. Ne? Also wir haben keine Sitzbänke ausgebaut oder so ein Theater. Hat das denn jemand gemacht? Nicht, dass ich das gesehen habe jetzt. Also ich muss auch sagen, ich war ein bisschen mit unserem Team beschäftigt und dann habe ich nicht so viel von den anderen Autos sehen können. Aber die sind in der Regel alle in Standardausrüstung gefahren. Der Helm war Vorschrift, wir sind alle mit Helm gefahren, das war schon okay. Aber ich hatte auch überlegt, mit kleben wir noch was ab, nehmen wir noch ein Klebeband mit rum. Aber da wäre das Ladegerät viel, viel mehr gewesen. Ne? Ja. Mensch, spannend. Fand ich total klasse, dass du mal ein paar Eindrücke hier mitgeteilt hast. Und wie gesagt, für mich, ich hatte erst gedacht, ah, das ist eh nichts für mich. Und wir hatten auch ehrlich gesagt keine Zeit. Von daher wäre das eh nicht gegangen. Aber vielleicht gucke ich, wenn das dann nächstes Jahr wieder stattfindet, lieber Raphael, dann werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, denke ich. Mindestens mit der Kamera. Vielleicht ergibt sich ja doch irgendwas mit dem Fahren. Aber fand ich cool, dass das so, dass das dir auch Laune gebracht hat, dass du sagst, ich will das nächstes Jahr wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja echt das Zeichen überhaupt. Ja, es waren auch wohl 3 Fernsehteams vor Ort. Ich habe bisher nur einen Bericht, ich glaube, vom MDR oder vom ZDF gesehen. Der ging aber nur um das Auto Jutta Kleinschmidt da drumherum. Leider noch nicht mehr gefunden. Es gab eine Zeit lang, ich glaube, 2 Stunden auch einen Livestream. Den gibt es noch auf YouTube. Der aber dann auch sich ein bisschen auf die Stadt Zielgerade begrenzt hat. Das ist jetzt nicht so der spannendste Stück. Ne? Aber auf der Oschersleben Facebook-Seite gibt es ein Album über den Eco Grand Prix. Auch genau von der ersten Kurvenkombination, da war eigentlich sind die schönsten Bilder auch zustande gekommen. Ja, weil da konntest du quasi mit 3 Autos nebeneinander, wenn es dann sein musste, ohne dass dann alle geschwitzt haben. Das war schon spannend. Ja, ja, also hat wirklich ein Rennen. Ne? Also war jetzt nicht so, dass man sagt, alle nur mit der Perlenschnur. Ja, so sah es, was ich teilweise gesehen habe, sah es tatsächlich so aus. Natürlich ist das dann stellenweise und die ein oder anderen Teams haben dann auch, das ist dann auch einer, wo ich gesagt habe, ne, hinter diesem Kommunalwagen, der sah ja ein bisschen aus, wie so ein kleiner Pritschenwagen war das, der dann mit 80 und dann fährt dann einer mit dem Tesla im Windschatten dahinter her. Ja? bei 80 hat der Luftwiderstand dann halt nicht ganz so groß den Ausmaß. Da verheizt den Kurven halt viel mehr. Ne? Ja. Und dann muss man sagen, gibt es glaube ich so ein paar andere Taktikkniffe. Aber das war, wie gesagt, hochspannend. Ich habe ja noch mit dem Luftdruck auch erfahrungswert. Ich fahre normalerweise mit meinem Auto nicht so langsam. Ne? Und habe dann die 500 Kilometer, die ich hochgefahren bin, selber schon mal bei mir im Auto ein gewisses Niveau an Luftdruck hochgenommen, um zu sehen, kannst du damit noch halbwegs sicher dich bewegen. Ne? Bin dann langsam gewesen und habe wirklich dann Tempomat so 100, weil ich überhaupt nicht mache sonst, eine Stunde auf der Autobahn, um dann den Verbrauch aufgeschrieben, so dann 105, wieder eine Stunde gefahren und so weiter, damit wir halt nachher eine Idee kriegen, wo möge denn die Geschwindigkeit liegen. Aber wir hätten das halt live auf der Rennstrecke, ne? Weil wir haben, ich glaube, eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn du diese 1,30, 1,40 runterbrichst, bist du irgendwo bei 88 Stundenkilometern. Mit Ladung? Oder ohne meinst du jetzt? Nee, Verbrauch. Ach so, okay. Ne, nicht mit an. Also du bist bei der, Durchschnittsgeschwindigkeit dann pro Runde bei der Zeit irgendwo bei 88 um den Dreh, liest aber vom Verbrauch her bei 240 Wattstunden, was halt normalerweise bei dem Tesla so um die 120, 130 auf der Strecke, gerade Strecke jetzt bedeutet. Also das heißt, ihr habt schon
dann doch relativ viel gebremst und Gas gegeben. Nee, gar nicht. Aber du verlierst halt in den Kurven einfach über den Schlupf und darüber, dass das Auto halt um die Kurve fahren muss, verlierst du Geschwindigkeit, die du wieder halt mit Strom dann halten musst. Ne? Also ich bin die ganzen 2 Stunden ohne einmal auf die Bremse, besser gesagt zweimal musste ich bremsen, damit ich halt keinen drauf fahre, wenn einer davor gefahren ist. Aber das waren wirklich die einzigen Situationen, wo ich dann bremsen musste. Ja. Ansonsten nur über Rekuperation. Aber mir scheint dann dieser Tempomat-Ansatz von der Jutta Kleinschmidt schon die Idee, aufgegangen? Also, nee, die Idee war an sich gut, aber die waren halt auch schlecht vorbereitet, weil die konnten auch nur zeitweise denn das AC-DC-Ladegerät von Boxen, von der Nachbarbox mitnutzen, sind also selber auch nicht mit ausreichendem Ladeequipment quasi angerückt. Das hat mich schon gewundert, weil das war halt auch noch eine medial unterstützte Team dabei, dass die so verhältnismäßig schlecht ausgerüstet da erschienen sind, aber sind dann halt beim Bordnetzladen dann auch zurückgefallen in der Ladeleistung. Hat sich aber im Gesamtplatz 9 auch nicht schlecht platziert. Ne? Ja, okay. Ich denke aber mal, da wäre für alle Teams irgendwo noch mehr drin gewesen. Ja, ist das erste Diese Mal Strategierechnung gewesen, ne? Das ist halt extrem schwierig. Das war uns auch klar, dass wenn wir vorher so ein kleines Feuerwerk abbrennen, dann da nicht als Seriensieger raus hervorgehen, aber die Chancen bestand halt einfach gar sowieso nicht. Ne? Wenn du mit dem Auto mit dem höchsten Grundverbrauch und der geringsten Ladeleistung antrittst, dann hast du da halt keine Chance. Ne? Direkt neben uns. Habt ihr wenigstens am Anfang Leute nervös gemacht, weil ihr vorne. Ja, vor allen Dingen konnten wir zumindest in den ersten 2 Stunden den anderen die Strategie umschubsen. Das hat nur leider nicht lange genug vorgehalten. Ja. Weil ich habe natürlich schon gemerkt, nachdem ich das zweite Mal dann an denen vorbei bin, dass die alle angefangen haben, Gas zu geben und gedacht haben, da stimmt irgendwas nicht. Wir machen was falsch. Ja, aber das hat halt nicht lange angehalten. Das war auch nur so ein kurzer Moment. Dann sind die alle direkt wieder zurück. Aber das konntest du halt wirklich merken, wenn ich im Rückspiegel gesehen habe, wie, da kommt der schon wieder. Dann haben sie 2 Runden, 2 Kurven Gas gegeben. Und dann war ich vorbei, dann wollte ich mal hinten dran, ne, ein bisschen Linie klauen. Und, aber da war dann 2 Kurven später, war das dann meistens ja, okay. weg. Ne, weil man muss halt auch schon ein bisschen Herz haben, um die Kurven dann einfach auf dem Gas durchzufahren, ohne die anzubremsen. Ja. Ne. Ja. Das war halt so ein bisschen das Geheimnis dabei. Mhm. Aber hat Laune gemacht, richtig Laune gemacht. Mensch, ja. Auch deutlich mehr, wie ich jetzt selber erwartet habe. Mhm. Ich habe auch gedacht, naja, wird vielleicht so eine Gleichmäßigkeitsfahrt, aber du machst das einfach mit. Weil ich die Jungs auch ganz gut mit denen verstehe. Und aber es hat doch, man konnte auch ein bisschen mehr Rennkarten verleihen. Ja, das klingt sehr vielversprechend fürs nächste Jahr. Also ich hoffe sehr, dass der Raphael das wiederholt. Ja, hoffe ich auch. Dass sich das vielleicht auch als gewisse feste Größe etabliert. Ja. Beim E-Cannonball ist ja auch so eine Geschichte, die wirklich den Leuten Spaß gemacht hat, die gut funktioniert hat. Aber die ist halt begrenzt in der Anzahl, weil öffentlicher Raum und so. Und auch da ist noch völlig unklar, ob die Jungs das nochmal machen wollen, weil es halt auch noch viel Arbeit ist. Ja. Von daher hoffe ich, dass sich irgendwas in der Richtung etabliert, dass man da so ein regelmäßiges Event hat, was sich über die Jahre auch natürlich aufbauen kann. Ja. E-Mobilität wird immer mehr ein Thema und dann kann sowas echt helfen. Ja. Spannend wäre natürlich auch eine Geschichte gewesen, was so 6 oder 8 Stunden Rennen läuft, wie es ja zum Beispiel im Tourenwagenbereich auch gibt. Richtig. Weil dann rutscht die Ladeleistung ein bisschen nach hinten, dann kommt wieder der Fahrzeugtyp weiter nach vorne, dann hast du im großen Akku mehr Chancen wie mit einem kleinen Akku. Also das wäre natürlich auch noch so Geschichten, wenn man sagt, man macht einen 24 Stunden, man macht vielleicht einen 8 Stunden oder 2x6, irgendwie sowas. Das wäre total toll, weil du dann auch mit unterschiedlichen Autos in unterschiedlichen Rennen andere Chancen hättest. Ja, ne? Ja. Und, davon lebt ja der Langstreckenpokal auf der Nordschleife ja auch. Ja? Genau, ne? Weil du dann immer mal sagst, okay, das Auto ist für das Rennen besser und beim nächsten Mal in einer anderen Geschichte. Ja. Aber ich glaube, für einen Langstreckenpokal reicht es bei der Elektromobilität noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz. Es sei denn mit dem Wechselakku. Das wäre natürlich dann... Das könnte dann wieder funktionieren. Nochmal eine Variante für die Teslas. Ja. Aber die Ladeleistungen gehen ja bei allen Herstellern in den nächsten Jahren nach oben. Ne? Tesla will mit 250 kW kommen, Ionity mit 350 kW mit dem Porsche. Also da tut sich schon was, ne? Dass das anfängt. Dann musst du die natürlich auch auf der Rennstrecke auch haben. Ne? Also ich sage mal, Oschersleben war jetzt wirklich gut ausgerüstet und auch nachhaltig, weil die haben wirklich die ganzen Boxen
mit Photovoltaikmodulen überdacht da oben. Also man sieht dann schon, dass da auch ein bisschen regenerative Energien und so weiter ist. War aber in der Nacht stockfinster. Also ich bin dann auf die andere Seite von der Boxengasse auf die Tribüne gelaufen. Da musstest du 10 cm vor dir wirklich den Boden ausleuchten, weil du hast nicht gesehen, wann die Tribüne anfängt, der Boden aufhört. Ne? Also das ist da wirklich stockfinster nachts. Ne? Ja, da kommt dann auch ein bisschen Psychologie da rein. Ne? So, ja, vielen herzlichen Dank für deinen Bericht. Gerne. Das fand ich jetzt super spannend und ich hoffe, ihr fandet das auch spannend. Und schreibt da mal in den Kommentaren, ob ihr dabei wart, ob ihr das verfolgt habt oder ob ihr vielleicht sogar mitgemacht habt, wie eure Eindrücke waren oder ob ihr da Lust habt, das nächstes Jahr vielleicht mitzuerleben, wenn es dann eine Nachfolge geben sollte. Würde mich interessieren. Lasst uns diskutieren. Spannende Ausführungen vom Jörg vom EcoGompi. 24 Stunden Elektromobilität, das ist schon eine geile Sache. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Märchenstunde von dem Experiment Alltag von vor 5 Jahren. 30 Tage mit dem Zoe laden, nur öffentlich, ohne eigene Ladestation und trotzdem die Mobilität bewältigt kriegen. Kommen wir zur Folge Nebenwirkungen von kostenloser Mobilität. 20. August 2013. Der sonnige Tag hat Lust auf mein Lieblingseis gemacht, Frozen Joghurt. Ich glaube, ich bin wirklich abhängig davon, da ich es ständig essen möchte und jedes andere Eis dagegen extrem unattraktiv ist. Auch unbehauen? Unbehauen ist schon auch gut. Speziell dieser Laden, Yomaro, hat es wirklich drauf, was auch die oftmals bis zu 20 Meter lange Schlange beweist. In der Woche haben die Jungs bis abends um 22 Uhr geöffnet. Genau das Richtige, um nach der Arbeit schnell noch dort vorbeizuschauen und sich ein leckeres Abendessen mit frischen Früchten bei einem Spaziergang am Rhein zu gönnen. Ich hoffe, das Zeug ist wirklich gesund. Sonst werde ich irgendwann noch zugrunde gehen daran. Hauptsächlich schuld wäre dann aber der Zoe und die Stadtwerke Düsseldorf. Die Fahrt im Elektroauto ist vollkommen anders. Entspannend, trotz des starken Verkehrs zur Raschauer. Gott sei Dank fahren wir antizyklisch, sonst ständen wir mehr im Stau, als dass wir fahren würden. Während aber ein manuell zu schaltendes Auto im Stop-and-Go-Verkehr extrem nervt, ist die Ruhe und der hohe Komfort des Elektroautos sehr entspannend. Das wird mir heute wieder einmal deutlich bewusst. Das hohe Drehmoment aus dem Stand, um noch schnell über die Ampel zu kommen, die direkte Reaktion auf die kleinste Pedaländerung und die absolute Laufruhe, die einem beliebig langsam fahren können lässt, einfach genial für den Stadtverkehr. Wir parken mit 53 Kilometer Restreichweite im Parkhaus am Karlsplatz direkt an der Düsseldorfer Altstadt und gegenüber von Yomaro. Das Beste aber ist, das Parken und das Laden ist für Elektroautos kostenlos. Genau das ist das Gefährliche. Wir können jeden Tag hier hinfahren und das Eis, den Rhein und den Flair der Stadt genießen. Außer ein bisschen Zeit kostet das quasi nichts. Keine Nerven und auch keinen Cent. Abgesehen von den Kosten für den Frozen Joghurt natürlich. Aber mittlerweile kostet das Laden da. Ja, das stimmt. Beim Schlendern durch die Fußgängerzone treffen wir auf eine beeindruckende Skulptur. Ihr Titel lautet Auseinandersetzung. Und sie zeigt eine schlanke und eine wuchtige Figur, die sich gegenüberstehen. Die Proportionen sind überzeichnet, dabei aber sehr ausdrucksstark. Das erinnert mich an den Kampf, der gerade stattfindet. Ein Kampf der alten und neuen Mobilität, Öl gegen Strom, Gewohnheit gegen Modernisierung. Die Menschen mögen keine Veränderung und wollen an Etabliertem festhalten. Da habe ich gerade ein interessantes Gespräch zugeführt. Dabei wissen wir doch, Stillstand ist der Tod. Und wo gilt das mehr als für unseren Lebensraum? Ein kleines bisschen Kompromissbereitschaft, die gewohnten Muster neu zu justieren und der Druck auf Politik, Wirtschaft und Umfeld wird so immens, dass wir im Anschluss vielleicht doch wieder alle Möglichkeiten haben könnten, ohne uns wesentlich einschränken zu müssen. Die Firma Tesla macht es vor, kämpft gegen Windmühlen und gibt den Kritikern eine Ohrfeige nach der anderen. Sie begeistern die Menschen und finden mit ihrem Weg immer mehr Anhänger. Wie sonst ist ein Aktienkurs zu erklären, der weit über dem Wert der herkömmlichen finanzwirtschaftlichen Metriken liegt. Das ist ein Ausdruck der Hoffnung, weil jeder tief in sich weiß, dass wir so nicht ewig weitermachen können. Da ist Tesla zur richtigen Zeit am richtigen Ort und geht den richtigen Weg. Das ist weit mehr als ein Tritt vor das Schienenbein der automobilen Riesen und sie werden nicht nur kurz zucken, sondern sich komplett verlagern müssen. Ja, das ist tatsächlich eine Nebenwirkung von Elektroautos. Man fährt mehr, weil
ja, man hat ja ein besseres Gewissen beim Fahren und auch kostenmäßig ist es viel attraktiver als die herkömmliche Mobilität. Und es ist entspannter. Und es ist entspannter, genau. Und ja, wir fahren tatsächlich ja immer wieder mal irgendwo hin, weil es schön macht, ne? Also, das mal so zu sagen. Weniger fahren wäre trotzdem besser. Ja, weniger fahren wäre besser. Ja. Aber ein bisschen Spaß muss das Leben halt bringen, ne? Deshalb haben wir heute auch einen schönen Abend vor uns mit Freunden. Ja. Ich freue mich. Freunden aus der E-Mobil-Szene. Wir machen ein Weihnachtsessen. Das ist sehr schön und da freue ich mich drauf. Lasst uns zusammen die Welt retten mit einem Eco-Grand Prix für die Elektromobilität. Tolle Sache, finde ich. Gute Werbung und auch, ja, auch wieder was Spaß macht und den Leuten Freude bringt. Und wir sehen uns bis morgen. Danika und Nino vom Danzer-Blog. Ciao, ciao. Tschüss.